So, wir hatten letzte Runde eigentlich schon alles gemacht. Das heißt, F9. Eine Schlachtaufzeichnung. Okay. Und Santa Maria 11 wurde demontiert, nochmal demontiert. Wallaby hat fünf neue Schiffe des Typs großer Frachter gebaut. Und Scout. Aber anscheinend kein Treibstoff und kein Angreifer. Na gut. Simple hat fünf Frachter gebaut. Einmal Treibstoff, einmal Angreifer, einmal Scout. Das ist die komplette Schablone. Sehr schön. Gehen wir auf Simple. Nee, gehen wir auf den großen Frachter. Sammel dich bitte mit Treibstofftransporter, Angreifer und Scout. Okay. Und du bist jetzt Transport Simple. Okay. Wir haben da auch noch ein paar andere Transporter, die können. Naja. Also, wir könnten sie als Händler nehmen. Das heißt, wir schicken sie einfach voll mit Erz irgendwo hin, warten, dass ein Händler kommt, versuchen die abzufangen. Aber dann können wir sie nicht mehr aus der Vorlage löschen im Schiffsdesigner. Und da hätte ich schon ganz gerne ein bisschen mehr Übersicht und Platz. Also, Auftrag verschrotten. Und Simple 2, Auftrag verschrotten. Sehr gut. Nächste Nachricht. Nether Regional Verteidigungsstellung gebaut. Raumstation Equeos hat fünf Transporter gebaut. Einmal Treibstoff, einmal Scout, einmal Kreuzer. Sehr gut. Komplette Schablone also. Du sammel dich mit dem, dem und dem. Und nenn dich bitte ab sofort Transport EQ Leos. So. Was war mit dir? Du warst ein Transporter, der immer hin und her fliegt. Obwohl er nichts dabei hat. Brech das mal bitte ab. Mach das Wiederholen raus. Fliegt nach Equeus und verschrotte dich. So, nächste Nachricht. Kichi hat fünf Kolonieschiffe gebaut. Die fassen wir jetzt mal alle zusammen. Sammeln. Kolonieschiffe da. 12 Stück. Alle voll mit Kolonisten. Jetzt teilen wir sie auf. Jetzt haben wir hier ganz, ganz viele Kolonieschiffe. Ich habe den Fehler schon wieder gemacht. Sammeln. Du. Alle wieder auf einmal. Du. Okay. So. Jetzt schicken wir die nach Steppenwolf. Mit dem Auftrag kolonisieren. Jetzt teilen wir alle. Das heißt, wir sind hier oben bei Kolonieschiff 10, der fliegt nach Steppenwolf. Kolonieschiff 11 hat ebenfalls Kolonisten drauf, hat auch schon. Ich habe vergessen, den Kolonisierungsauftrag zu geben. Ah ja, heute ist nicht mein Tag. Aber na gut, wir können jetzt einfach das Ziel verziehen und müssen. Was ist jetzt 11? 15, du bitte nach da. Oh, er wählt automatisch als Waypoint-Auftrag kolonisieren aus. Das ist ja praktisch. Also war es doch nicht so schlimm. Und es ist immer noch schneller, als hätte ich es anders manuell gemacht. Also jedes Schiff einzeln beladen und einzeln ins Ziel zugewiesen und so weiter. So, wir sind bei 25, 45. Du da. 47 kann nach Skynerd. 48 kann nach Sansibar. Haben wir noch drei Stück hier unten. So, du fliegst bitte nach Finale. Du fliegst bitte nach Apeggio. Und du. Ja, Badger. So, sehr schön. Das müsste jetzt alles soweit gewesen sein. Alle müssten Kolonisten an Bord haben, alle müssten Kolonisierungsauftrag haben und in ein, zwei Runden da ankommen, wo sie hin sollen. Wir haben ja inzwischen recht schnelle Schiffe. Der Bericht ist 66 Jahre alt. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden wir jetzt schon spielen. Wir haben das Jahr 2482. Ich glaube, 2400 haben wir angefangen. Na gut, weiter. Kichi hat einen Scout gebaut. Ja, Angreifer, Treibstofftransporter. So, du. Sammel dich bitte mit. Dem Scout da, dem Angreifer da, dem Treibstofftransporter da. So, du bist jetzt aber nicht Transport Kiche, sondern du bist Transport Kirk. Denn Kirk hat eine recht hohe Prozentzahl von unserer, wie nennt sich das noch? Anpassungsfähigkeit.
Also es ist ein für uns sehr interessanter Planet. Das heißt, wir setzen diesen Transporter gleich voll mit Ressourcen. Sagen wir mal 1000, 1000, 1000. Also 1000 von jedem Erz, Rest Kolonisten. Und den schicken wir auch nach Kirk. Mit dem Auftrag Transport, Blitzentladung und du fliegst bitte mal eine Runde langsamer als das Kolonieschiff. Einfach nur so, um sicherzustellen, dass da alles in Ordnung ist. So, das heißt, Kichel braucht einen neuen Transporttrupp. Oder überhaupt erstmal wieder einen. Das heißt, du baust bitte einen Super-Treibstoff-Transporter, fünf große Frachtschiffe, einen Scout, einen Angreifer. Okay. Weiter. Makro Hart hat den Argus-Scanner in Betrieb genommen. Na gut, Makro Hart hat nichts zu tun. Ändern. Du baust bitte 20 davon automatisch mehr und 20 davon automatisch mehr. Weiter. Tech Level 6, 6, nee, Tech Level 8 in Energie. Wir haben 10 Blades vernichtet. Makro Hart wurde geterraformt. Kirk wurde. Nee, kann geterraformt werden. Ja, halt die ganzen Planetenentdeckungen, die wir durch Makro Hart bekommen haben, durch diesen gelben Scannerbereich. Weiter. Wallaby hat alle Aufträge erledigt. Das stimmt. Dich ändern wir mal. Du brauchst keine Fabriken mehr. Die können alle raus. Bergwerke. Kannst du nochmal 100 mehr? So. Du baust immer noch den Kreuzer Angreifer und hast sonst Platz. Da kommen jetzt Bomber rein. Die müssen wir jetzt neu designen. Verfügbare Baupläne. B17 Bomber. Bauplan kopieren. Wir hätten gerne ein Interspace. Wir hätten gerne den billigsten Scanner. Und jetzt hätten wir gerne die Bomben. Hier sind die drei normalen Bomben, die einfach alles kaputt machen. Dann haben wir hier unsere D-Terraformer-Bomben, die aber nur gegen menschliche Spieler in meinen Augen Sinn machen, da man Computer nicht so gut nerven kann wie andere Mitspieler. Und die zwei, so wie die zwei hier, sind zielsuchende Bomben. Aber das will ich ja gar nicht. Ich will ja einfach möglichst viel Zerstörung anrichten nach dem Prinzip gesalzene Erde. Oder war es verbrannte Erde? Ich glaube, das eine waren die Römer, das andere waren die Nazis. Na gut, du bist jetzt 3 B-17 Bomber und kriegst das Bild. Okay. Fertig. Wallaby baut jetzt unsere neue Bomberschablone. Die Bomberschablone besteht aus 1, 2, 3, 4, 5 Bombern und 3 Angreifern. Mist, das reicht nicht. Du musst mal nach unten. So. Ich will die Bomber nämlich nächste Runde schon haben. Also baust du das alles nächste Runde, hast dann deinen Transporter zusammen, hast deinen Bombertrupp zusammen und dann gucken wir weiter. Okay. Das war's auch mit Nachrichten. F9. Eine Schlachtaufzeichnung. Kolonisierungsschiff Nummer 10 hat den Befehl, Kiche zu kolonisieren. Kiche ist jedoch schon besiedelt. Ja, du solltest bestimmt woanders hinfliegen. Genau, du fliegst doch nach Steppenwolf. Warum machst du da Nachrichten bei Kiche? Du bist ein komisches Schiff. Na gut, weiter. Transport 2 wurde demontiert. Langstrecke wurde demontiert. Klein hat eine Raumstation des Typ Raumstation gebaut. Und seine Liste ist leer. Dann bau doch bitte mal. Du brauchst alles. Du baust bitte jetzt automatisch Fabriken. 50 Stück. Und automatisch Bergwerke. 50 Stück. So, Klein hat keine Aufträge mehr, das haben wir gerade gemacht. Wallaby hat seine ganzen Sachen gebaut. Da können wir einmal durchklicken. Und danach können wir die zusammenfassen. Also, großer Frachter, du sammelst dich bitte mit Scout, Angreifer, Treibstofftransporter. Und bist jetzt Transport Wallaby. Dann nehmen wir den Bombertrupp, der ja auch fertig sein müsste. Genau die 5, die sammeln sich mit den Angreifern und sind ab sofort Bomber Wallaby. Dann gehen wir auf Wallaby selber und bauen nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Bomber und 3 Angreifer. Und ganz unten Erztransformation nach Bedarf. So. Jetzt schnappen wir unseren Bombertrupp und schicken ihn einfach mal nach Hau. Weiter. Kieche hat gebaut. Was hast du denn gebaut?
die großen Frachter, den Scout, den Angreifer und die Transporter. Das heißt, du sammelst dich mit denen mal. Zack, 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 zack. Und bist du jetzt? Bist du jetzt Transportkirche? Nee, du bist nicht Transportkirche. Du bist jetzt Transport Shrine. Und dann machen wir genauso wie mit dem Schiff eben, das nach Kirk fliegt. Jeweils 1000 Tonnen Erze rein. Oh, so viel hat er gar nicht mehr. Also Wasser halt hat an Erzen. Und Rest Kolonisten. So, und fliegt bitte nach Shrine, so schnell er kann. Macht keinen Unterschied, okay. So schnell er kann und dann Transport, Blitzentladung. So. Der Rest ist noch auf dem Weg, sehr schön. Weiter. Das sind alles noch die ganzen Frachter und so weiter von Kiche. Wir haben einen Transporter vernichtet. Sehr schön. Shrine wurde besiedelt. Hat auch schon seine Auftragsliste. Alles gut. Weiter. Ein seltsames Artefakt. Konstruktion um 356 Ressourcen. Ja, okay. Shrine wurde geterraformt auf 90%. Das ist echt ein ordentlicher Planet. Raumstation von Wallaby wird alle Aufträge abarbeiten. Haben wir schon uns darum gekümmert. Wir haben auch den zweiten Bomber einen Auftrag gegeben. Die Bomberschablone und die Erztransformation. Weiter. Die Raumstation bei Nether Region wird alle Aufträge erledigen. Du? Hast du schon Transporter? Nö, hast du nicht. Dann bau doch bitte mal. Einen davon. Einen davon. Einen davon. Und fünf davon. Oh, er hat viel zu wenig Germanium. Hast du genug Fabriken? Und für Bergwerke? Ja, hast du. Du hast trotzdem zu wenig. Aber na gut, dann dauert das halt 5 Jahre. Damit kann ich leben. Hast du das Häkchen da vielleicht? Nee, nur übrige Ressourcen. Okay. Können wir so nicht ändern. Bevor wir jetzt die Runde beenden, gucken wir uns mal ganz kurz die Vierecke an. Also, da ist ein kleiner Angriffstrupp unterwegs. Das schaffen wir bei unserer Verteidiger auf jeden Fall. Da ist noch ein Planet, den wir wegbomben sollten. Das heißt, wir könnten theoretisch auf Kiche oder auf Equeos nochmal einen Bombertrupp bauen. Vor allem Bach da oben ist auch ein sehr lohnendes Ziel. Das ist 100% für uns. Okay, Equeos, was hast du an Ressourcen über? Sehr viel. Du baust bitte. 5 Bomber. 3 Angreifer. Können wir nochmal 5 Bomber bauen? Ja, können wir, aber das schaffen wir nicht mit einer Runde. Nee. Wenn wir dich rausnehmen? Nö, trotzdem nicht. Na gut, müssen wir ihn halt richtig zusammenfassen gleich. Aber dann können wir den einen Bombertrupp schon mal nach Moltke schicken, weil er nah dran ist, und danach einen Bombertrupp nach Bach, damit wir da später kolonisieren können. Und da sind ja eh nur 4800, das haben wir in einer Runde weggebombt. So. Irgendwas noch an Vierecken. Lauter einer, das ist alles nicht schlimm. Da sind 3er, aber das ist auch nur... Das sind die Blades, davon können uns nicht mal 10 was anhaben. Die Materiepakete. Flitzen weiter durch die Gegend. Da und da. Tangieren uns aber nicht wirklich. Das hier könnte nach Nickel gehen. Ist von Menzoids. Und Nickel gehört durch den Nies, oder? Ja. Ha, vielleicht werden die Nies von den Menzoids bombardiert. Oder unterstützt, eins von beiden. Aber es ist nur eine Kilotonne. Okay. Sollten wir im Auge behalten. Also die können sich ruhig gegenseitig ein wenig verprügeln. Da habe ich absolut kein Problem mit. Und der Händler flitzt hier vorbei. Nö, das müsste es eigentlich gewesen sein. Das heißt, wir drücken jetzt F9 und machen dann einen kleinen Cut. In der nächsten Folge gehen wir die 58 Nachrichten durch. Also bis gleich.